So Freunde, ich begrüße euch und ich hatte einmal ein paar Anfragen gehabt und ich denke mir, dass ich, wenn ich so Teile zeige, dass ich vielleicht auch ein bisschen Hochdeutsch rede, weil mich die meisten vielleicht sonst nicht verstehen. Das werde ich in diesem Sinn jetzt einmal machen. Ich probiere es einmal wieder, mein Hochdeutsch anzubringen. Und in dem Sinn geht es um Paracord. Ich habe das zur Verfügung gestellt gekriegt von meinem Lieblingsausrüstungsshop. Und zwar von Bastian, Military Basics. Nein, mein Lieblingsshop. Kann ich ganz einfach sagen, so ist. Ich kaufe dort recht viel. Und da gibt es verschiedene Paracords. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Unterschiede davon gibt. Keine Ahnung, dass man das überhaupt, dass sowas gibt. Und in dem Sinn sind da ein paar Leckerbissen dabei, was ich sage, vielleicht könnt ihr es auch brauchen. Oder eben auch nicht, aber ich möchte es gerne einmal herzeigen, dass man mal sieht, um was es geht. Besonderes werde ich euch am Schluss zeigen, das ist ein bisschen Pipi-Fans, da zeige ich euch dann noch nähere Sachen dazu. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass es sowas gibt. Aber heben wir uns zum Schluss auf, wie immer, das Beste am Schluss. Und jetzt hole ich die Kamera ein bisschen näher und schauen wir das einmal von näher an und ich will ein paar Worte dazu sagen zu den einzelnen Paracords. Gut, das erste, also die haben alle die Bezeichnung EDCX. Und das ist einmal das Mikrocord. Also das hat 1,4 mm Durchmesser, also einen extrem dünnen Mantel. Der besteht aus 8 Fäden und hat eine Bruchlast von 40 Kilo, das Teil. Also für den kleinen Schmoren ist das schon wirklich ein Wahnsinn. Also so kleine Sachen kann man da immer wieder brauchen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es so dünnes Paracord gibt. Ich finde es top. Vielleicht findet ihr es auch interessant. Und das war mal das erste, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt geht's weiter. So, das nächste, was ich da jetzt habe, ist das EDCX, nennt sich Minicord. Das hat einen Durchmesser von 2,2 mm circa, ist natürlich auch schon stärker. Der Mantel besteht aus 16 Fäden. Und ein Kern mit 3 Fäden, also so wie das 550er, statt die 7 hat das halt nur 3. Und allein eine Bruchlast hat das schon von 100 Kilo. Also ich finde es nicht schlecht, weil es da klein sind und einfach super zum Gebrauchen auch. Es muss nicht immer 550er sein, sage ich einmal. Jo, das war die nächste Größe. Holen wir sich das nächste hervor. Ja, ist auch wieder so ein EDCX nennen sie das. Und diesmal haben wir ein kernloses. Also da ist quasi kein Kern drin, das ist flach. Komplett flach quasi. Also kernlos. Quasi wie wenn man von einem 550er die Kerne innen außer gibt. Breite ist ca. 5 mm, 4 bis 5. Und der Mantel besteht aus 32 Fäden. Also ganz schön stark und die Bruchlast bei dem Teil sind 140 Kilo. Also auch nicht so schlecht. Habe ich bis jetzt auch noch nie gesehen. Wieder was Neues. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist ein Schockcord, ein gewisses Gummiseil. Man, das kennen sicher etliche von Auto, Expander, wie das Zeiger heißt, Gummispinnen. Und ich finde das nicht schlecht, weil etliche kenne ich, die das benutzen. Wo es da so mit abspannen und damit eigentlich nicht so ein fester Zug drauf ist, sondern dass das ein bisschen federn kann. Die Seiten zum Beispiel, also ich finde das optimal und gibt es jetzt nicht nur in einer Länge, sondern ich glaube 10 Meter oder was die sind, optimal. Der Durchmesser ist ca. 4,2. Der Mantel selber besteht aus 40 Fäden und der Kern innen aus 16 so Gummifäden auch quasi. Und das Ganze hat eine Bruchlast von 150 Kilo. Also da kann man schon ordentlich dran ziehen. Vor allem der Wind kann da schon ordentlich einmal reinblasen. Ich finde das recht super. So, das nächste Paracord, was ich euch zeigen will, nennt sich Typ 4 und nennt sich Paracord 750. Das ist eigentlich dasselbe wie das 550er, was eigentlich alle kennen. Habe ich zum Beispiel ein Stückchen von mir mitgenommen jetzt. Hat auch 4,2 mm Durchmesser,
hat einen Mantel von 32 Fäden und der Kern besteht aus 7 Fäden, also quasi so wie das S550er. Und der einzige Unterschied, was ist, die Bruchlast von denen, also die Kerne innen sind um eine Spur stärker, das heißt, die Bruchlast von denen ist 340 Kilo gegenüber einem Standard 250, also das hält um 90 Kilo noch mehr aus. Also nicht schlecht, wer ein bisschen was zum Spannen hat, kann sich natürlich sowas annehmen statt ein 550er. So, weiter. Und last but not least haben wir jetzt noch eins, das nennt sich Survival Frame. Das ist ein bisschen dicker, das hat 3,8 mm, also circa. Der Kern sind 7 Fäden plus eines, das zeige ich euch gleich näher, was das ist. Heißt ja nicht umsonst Survival Frame, Flamme, und hat eine Bruchlast von ca. 200 Kilo. Und das Besondere daran, ich habe da mal ein Stückchen runtergeschnitten, es ist so, dass wir da nicht nur die 7 Fäden haben, was wir sowieso haben, in jedem, fast in jedem, wenn ich es rausbringe, sondern wir haben da noch einen speziellen Faden drinnen. Und zwar, na, zeig dich, und zwar den da. Und das Ganze brennt nämlich. Darum heißt der auch Survival Flame. Der ist ein bisschen gewachster Schnur, was immer das ist. Wir werden da mal ein Stückchen anschneiden. Und werde ich das einmal zeigen. Mal den einmal anziehen, wie schön das brennt. Man wird da jetzt leider nicht viel sehen. Nicht unbedingt das Schönste. Ja, der Wind geht jetzt auch. Probieren wir es da unten einmal mit ein bisschen Schutz. Also, es ist eine Wachschicht. Ja, jetzt sieht man es brennen. Was man dann halt, wenn man wirklich wie ein Stickel ein Feuer braucht, schneidet man sich den Stickel von der Schnur an und kann den natürlich als Zunder verwenden. Und das Ganze, wenn wir jetzt noch zeigen, das kann man ja auch aufdröseln. Dann brennt es natürlich noch leichter. So, dröseln wir mal ein bisschen auf. Und jetzt werden wir das Ganze mal mit dem Feuerstahl entzünden, dass ihr seht, es geht auch mit dem Feuerstahl ohne Probleme. Und es brennt. Also so brennt es natürlich noch leichter, ist eh klar. Und ja, es lässt sich natürlich leichter ausblasen wie ein richtiger Zunder, aber ich sage einmal, ganz was Neues. Also ich kenne sowas, habe sowas noch nie gesehen. Ich finde das urgeil. Und wie gesagt, die eine ist halt ein bisschen, dürfte so eine Wachsschicht sein auf den, ich kann auch nicht genau sagen, was das wirklich ist. Das dürfte ein kompletter Zunder sein. Gefällt mir urgut. Also mal wirklich ganz was Neues. Und wie gesagt, das brennt auch mit dem Feuerstahl. Und ja, brennt sofort an, sobald man das ein bisschen aufdröselt. Ja, Freunde, vielleicht ist auch für euch was dabei Interessantes, was ihr brauchen könnt. Wie gesagt, einfach am Shop vorbeischauen, Military Basic. Ich blende es oben ein, ich blende es unten in die Beschreibung ein und blende natürlich auch ein, dass das eine Werbesendung ist, weil ich habe diese gratis bekommen, die habe ich nicht bezahlt. Und daher ist das quasi eine Werbung. Falls wer eins was braucht, meldet euch beim Bastian. Er ist da recht flott mit Verschicken. Ihr könnt es dann auf der Seite sehen, es gibt verschiedene Formen. Also es gibt die jeweiligen Durchmesser in verschiedene Formen. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Es gibt es in Orange, es gibt die in Grün, es gibt es in Schwarz. Coyote oder wie das alles heißt. Schaut bitte selber hin, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und was man im Augenblick noch dazu sagen muss, die gibt es im Augenblick in 10 Meter. Also keine 30 Meter oder 25, wie es normalerweise sind, sondern in 10 Meter. Und ich finde das besonders super,
Weil wer braucht schon 25 Meter Paracord auf einmal? Die meisten schneiden sie ja sowieso. Und mit 10 Meter, Freunde, so weit kann der Baum gar nicht auseinander sein. Die reichen vollkommen. Und wenn ich mal 25 Meter immer schneiden muss, dass ich 3-4 Stiegeln rausbringe, na, warum nehmen wir nicht gleich 10 und schneiden wir die auf kleine, was ich noch brauche. Ja, in dem Sinne, Freunde, kleine Anregung, wer es braucht oder auch nicht. In diesem Sinne sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und ciao. Nicht schlecht, gefällt mir.